Ich zeichne das Schrägbild eines Prismas. Ein Prisma ist zum Beispiel ein Holzscheit. Ein gerades Holzscheit, das irgendwie so dreieckig ist. Ja, die hier noch ein bisschen gestrichelt und dann habe ich es. Ein Prisma könnte auch eine Figur sein, die hier so ein Fünfeck hat. Aber dann muss das Fünfeck, der Boden, muss genauso ausschauen und dann ist es hier gerade und das ist dann auch ein Prisma. Okay, so. Und das sind alles Skizzen und mit Skizzen kann man, fängt man immer an zum Überlegen, aber ich möchte ein präzises Schreckbild zeichnen. Dazu suche ich mir ein Prisma, da gebe ich jetzt auch vor, wie es aussehen soll. Ich würde also sagen, die Höhe soll ungefähr 3 cm sein und das hier sollen 1,5 cm sein. Und die Grundfläche, also ich habe hier bei der also dieses gelbe Dreieck, das ist die Grundfläche, das ist hier oben auch nochmal. Wenn ich das von oben anschaue, möchte ich, dass es so aussieht. Und in meiner Skizze sieht es anders aus, weil ich es ja hingelegt habe. Und der Vorgang dieses Hinlegens dieses Dreiecks, also dieses Hinlegen, das erkläre ich jetzt. Wichtig ist dabei die Höhe. Diese Höhe des Dreiecks hier, die hier senkrecht ist, weil die lege ich hin. Gut, und jetzt fange ich an. Also ich mache jetzt die saubere Zeichnung. Ich habe hier 1,5 cm und ich zeichne erst nochmal sauber die Höhe hin, die ich ja habe. Die ist hier und damit kann ich, also obwohl ich ein schräges Dreieck möchte, zeichne ich erst einmal das aufrechte Dreieck. Und bei diesem Hinlegen habe ich einen Winkel. Also ich mache gern 45 Grad. Also es geht Winkel und Verkürzung. Also wenn das hier 2 cm sind, muss es kürzer werden. So, ich mache aus 4 Kästchen mache ich 2 Diagonalen. Das ist mein Trick. Ich kann es auch anders machen, da gibt es keine festen Regeln. Und ich mache 45 Grad. Also die neue Höhe. Zurück, so. Also die neue Höhe sieht dann so aus. Jetzt habe ich also also in dem Fall 45 Grad und eine Verkürzung eben durch die Diagonale. Gut. Wenn ich die Höhe habe, dann habe ich ja auch die Spitze. Also hier war die Spitze, diese Spitze ist hier und dann kann ich die Grundlinie zeichnen. Das gelbe Grunddreieck, das habe ich jetzt hingelegt. Fertig. Und die 3 cm nach oben, die sind ja nicht verkürzt. Die gehen einfach senkrecht hoch. Von jedem Punkt gehen hier 3 cm hoch. Und oben muss ich eigentlich nur noch die Punkte wieder verbinden. Da könnte ich das gleiche machen. Und die Linien, die ich nicht sehe, die strichle ich. Und hier und Hilfslinien ich nicht völlig wegradieren. Soll der Mathelehrer ruhig sehen, wie es gezeichnet ist. Hilfslinien unbedingt stehen lassen, aber als Hilfslinien, also klar machen, dass es Hilfslinien sind. Und jetzt habe ich ein sauberes Schrägbild eines Prismas, bei dem eben die alles vorgegeben ist. Ja, der Trick nochmal so zur Wiederholung war, dass ich die hier dieses Dreieck hingelegt habe, dieser vorgehendes. Und beim Hinlegen habe ich mir die Höhe, diese Höhe angeguckt. Die wurde verkürzt auf 45 Grad gelegt.